dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hochverehrtes Publikum, hier spricht der Gleichsatzkanal. Mein Name ist Werner G. Petschko. Das G steht zur Unterscheidung von einem entfernten Verwandten, der ebenfalls im Internet unterwegs ist. Sie hören und sehen die nunmehr mittlerweile 20. Folge der Kategorienbesprechung Objektivität. Und es geht weiter mit der Nummer 117. Ein Ende ist abzusehen. Sind vielleicht noch. Mittlerweile ist auch das Thema Subjekt-Objekt geklärt. Da gibt es ein paar Leitsätze, sage ich mal, die werden noch eingearbeitet. Aber dann ist das Thema Objektivität soweit erledigt. Und ich denke mal, es sind genügend Samen ausgestreut, um in diesem Bereich für frischen Wind zu sorgen. Wir haben es mit der Nummer 117 mit einem ziemlich populären Buch aus den Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zu tun, mit dem spektakulären Titel Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Berger und Luckmann, zwei Soziologen, haben sich da verdient gemacht, um die Analyse des Alltagsdenkens. Und da heißt es, Sprache versorgt mich mit Vorfabrikationen für die ständige Objektivation. Und wer hier eifrig den verschiedenen Folgen gelauscht hat, dem ist klar, jetzt muss ich das Werkzeug nochmal einschalten, weil das wäre mal nicht da ist, wo es sein soll. Dem ist klar, wie diese Formulierung mit Inhalt zu füllen ist. Wir haben es, verweise auf den Knackpunkt der Erkenntnistheorie, die Verwandlung bzw. die Inbezugsetzung eines Wortes mit einem Gegenstand, einer Sache, eines Dings. Und hier wurden klassisch immer Kategorien zur Unterscheidung auch als Kriterien der Wahrnehmung von Aristoteles her bis zu Kant und auch in die Neuzeit sind immer noch solche Kategorien am Werk, die von Spezialisten oder noch gar nicht so lange her von Gott in die Welt gesetzt wurden, um eben den menschlichen Geist da zu unterstützen, um die mannigfaltige Vielfalt der chaotischen Empfindungsmassen in geordnete Reihen zu bringen. Und diese Kategorien sind eben Begriffe der Sprache, und weil diese eben immer Allgemeinbegriffe sind, ist die Objektivation schon vorfabriziert.
Gut. Wir schreiten weiter zur nächsten Nummer. Die Sprache bringt dazu, Namen für gar nicht existierende Gegenstände zu erfinden und diesen Gegenständen Realität zuzuschreiben. Der Wortrealismus schafft Pseudo-Objekte. Vielleicht ein verbreitet erfahrene Situation. Er sagt zu ihr, ich liebe dich. Und dabei handelt es sich um einen Namen, den Namen Liebe, für gar nicht existierende Gegenstände. Das heißt, sie hat keine Ahnung, woher er auf die Idee kommt, weil eben dieser Name Liebe in keinster Weise eine Realität zugeschrieben werden kann. In ihren Augen. Und so meint sie eben, dass sein Wortrealismus Pseudo-Objekte wie zum Beispiel eine nicht vorhandene Liebe schafft. Der nächste Punkt stammt von einem Großen seiner Zunft, eigentlich Philologe, und daher auch sein Sachverstand in Bezug auf die Sprache. Friedrich der Nietzsche spricht aus, das ist hier gar nicht klar, was das jetzt war, nicht die Dinge, sondern die, welches Werk jetzt das da war. Ich schätze mal Menschliches, Allzumenschliches, aber kann mich irren, spielt auch keine Rolle. 424, nicht die Dinge, sondern die Meinung über die Dinge, die es gar nicht gibt, haben den Menschen so verstört. Also eine Klärung in Bezug auf den Wortbildungsprozess und vielmehr in Bezug auf die Abstraktionen und da hauptsächlich eine Analyse dessen, wie diese Abstraktionen zustande kommen und was bei der ganzen Angelegenheit eigentlich gerechtfertigt wird oder eben begründet wird. Da ist kursieren eben gerade, was die öffentliche Meinung angeht, jede Menge Dinge, die es gar nicht gibt, wie zum Beispiel ein Allgemeininteresse, das wäre auch, würde sich auch für hier den Wortrealismus eignen. Was dieses Allgemeininteresse sein soll, von dem so oft die Rede ist, das ist nirgends niedergelegt oder auch nirgends definiert und wäre eben so eine Meinung über Dinge, die es gar nicht gibt. Und zum die größte Verstörung ist wohl die, dass die meisten Menschen überhaupt nicht von verstört sind, aber eben verstört sein müssten, wenn nur einiges an intellektuellem oder Verstandesvermögen da davon Gebrauch gemacht würde. Gut, aktueller Bezug zu 424, die Meinung über die Dinge, jetzt Corona.
sind die Leute verstört, weil sie bestimmte Meinungen haben über Corona, wo jetzt die Wissenschaftler nur den Kopf schütteln. Gerade wieder der Fall in Holland, da ist alles freigegeben und die Krankenhäuser quellen über die Intensivstationen, weil sie die Flut, ich sage jetzt trotzdem Flut, der Patienten nicht mehr bewilligen können. Gut, die nächste Nummer, Aristoteles. Die aristotelische Theorie beruht auf dem Begriff des sogenannten Wesens. Die Definition ist dementsprechend die Feststellung der Wesensnatur eines Dings. Der Wesensbegriff des Aristoteles galt bis in die Neuzeit. Mit dem Wesen eines Dings sind die Eigenschaften gemeint. Die sich nicht verändern können, ohne dass das Ding seine Identität einbüßt. In Wirklichkeit handelt es sich bei der Frage des Wesens um die Frage des Gebrauchs von Wörtern. Da hat also die Semantik zugeschlagen, beziehungsweise die Sprachkritik. Und die Wesensnatur eines Dings, das ist nichts anderes als ein Ding an sich, das laut Kant nicht erkennbar ist. Mit dem sind die Eigenschaften gemeint, die sich nicht verändern können, beziehungsweise eben auch im wahrsten Sinne des Wortes, das, was wesentlich ist an einem Ding. Und ohne dass jetzt das Ding nicht so bezeichnet werden könnte, auch unabhängig von irgendwelchen Akzidenzien, also Merkmalen, die nicht bei jedem Ding gleich sein müssen, ohne dass ihm da die Wesensnatur dann abgesprochen wird. Hier ist noch die Identität mit im Spiel. Ein großes Wort, das auch unter den obigen Paragraphen fällt. Da haben auch viele Leute eine Meinung dazu. Und sind vielleicht verstört, wenn man sie in dieser Hinsicht korrigiert. Die Nummer 342, ein längerer, noch längerer Abmein, ist es ein großer Absatz, in dem die Atomphysik zu Worte kommt, die am gravierendsten, möchte ich einmal sagen, das bisherige Weltbild verunsichert hat, was die Kausalitäten angeht und Zeit und Raum, überhaupt Dinge. Ich lese vor, es beginnt die Vorlesung eines Zitats aus dem Buch Ordnung und Wirklichkeit von Werner Heisenberg aus dem Jahr 1989, das ist wahrscheinlich eine zweite, dritte Auflage aus den 50er Jahren oder 60er Jahren, schätze ich mal. Jetzt sind wir da, so wie alles erkennen und bezeichnen und damit die ganze Sprache auf Wiederholung beruht, das heißt auf der Möglichkeit unter verschiedenen Umständen etwas Gleiches zu finden, so nimmt auch die wissenschaftliche Ordnung der Welt von der Wiederholung, von der Gesetzmäßigkeit ihren Ausgang.
Ganz allgemein basiert schon der mit Sprache unternommene Versuch, etwas Objektives darzustellen, auf der durch den Erfolg gerechtfertigten Voraussetzung, dass eine feste Kette von Ursache und Wirkung vom Objekt zu uns und, wenn wir handeln, von uns zum Objekt führt. Denn ohne diese feste Kausalkette könnte nicht von einer Wahrnehmung auf einen bestimmten Vorgang geschlossen werden. Und jeder Verständigung über das, was geschieht, wäre die Grundlage entzogen. Dieser Situation wird die klassische Physik insofern gerecht, als sie die Darstellung objektiver Vorgänge in Raum und Zeit von Anfang an mit der Voraussetzung der völligen Determiniertheit dieser Vorgänge verbindet. Sie entwirft das Bild von Räumlichen, die klassische Physik entwirft das Bild von räumlichen, von der Außenwelt abgeschlossenen materiellen Systemen, deren zeitlicher Ablauf für alle Zukunft aus ihrem gegenwärtigen Zustand bestimmt ist. Im Gegensatz zur Idealisierung führt der Zustandsbegriff der Quantentheorie in der Frage der Determiniertheit der Naturvorgänge eine völlig neue Situation herbei. An die Stelle des abgeschlossenen Systems als etwas in Raum und Zeit vor sich gehenden tritt hier die Gesamtheit möglicher Vorgänge in Raum und Zeit, die sich beim Beobachten des Systems als bei seiner Verbindung mit der Außenwelt abspielen. Eine vollständige Determiniertheit könnte hier höchstens dann erwartet werden, wenn außer dem Zustand des Systems auch die Einzelheiten des zur Beobachtung notwendigen Eingriffs als gegeben angesehen werden könnten. Die genaue Kenntnis dieser Einzelheiten wäre aber wiederum nur dann durch eine genaue Beobachtung der den Eingriff verursachenden Beobachtungsmittel zu erreichen, wenn diese Beobachtung nicht selbst wieder von einem unkontrollierbaren Eingriff abhinge. In anderen Worten, man stößt hier auf einen Regressus ad infinitum, also auf einen Zirkel, Teufelskreis, der verhindert, dass die Forderung nach Determiniertheit der Naturvorgänge sinnvoll gestellt werden kann. Also eine in populärer Sprache zur Darstellung gebrachte Formulierung der Unschärfe-Relation, dass eben die Art und Weise der Beobachtung dieses oder jenes Resultat zustande bringt. Beziehungsweise ab einem bestimmten Bereich der Analyse, ob das jetzt im chemischen oder in der Atomphysik ist, ist einfach die Beeinflussung durch die Untersuchungsmittel so groß, dass der Untersuchungsgegenstand selbst nicht mehr eben unabhängig von diesem Einfluss beobachtet werden kann. Also es ist nur eine Frage der Vergrößerung des Ganzen, bis das Beobachtungsmittel eben nicht mehr aus dem Objekt herausgehalten werden kann. Und hiermit ist auch eine Grenze der Objektivität erreicht, jetzt in klassischen Begriffen gesprochen. Ich bin aber der Meinung, dass diese Objektivität von Anfang an nicht existiert, wenn man eben alle diese künstlichen Kriterien, die dazu
als Voraussetzungen definiert werden, wenn man die eben nicht akzeptiert und das bereits als Relativierung der Objektivität ansieht, sodass eben eine Allgemeingültigkeit immer auf Vereinbarung beruht und eben Konvention ist, darstellt, im Sinne von praktischen Zwecken. Und dann eben in die Ethik gehört, womit die Wissenschaft keine höheren Aufgaben mehr beinhaltet, was eigentlich, wenn jemand seine Wissenschaft ordentlich versteht, auch noch nie der Fall war, dass da jemand nicht bei seinen Leisten geblieben ist, aber die Grenze eben zu irgendwelchen philosophischen oder noch allgemeingültigeren Ergebnissen, die ist eben immer, ist fließend, und weil auf der anderen Seite auch ein großes Bedürfnis da ist, die Welt umfassend zu erklären, ohne irgendwelche Lücken oder Reste oder Unbekanntes, das möglicherweise Einfluss nimmt, ohne dass darüber eine Kontrolle besteht, ist alles verständlich, aber wenn man in Sachen Erkenntnis zu einem klaren Ergebnis kommen will, dann dürfen solche außerlogischen oder, sage ich mal, außerphilosophischen Einflüsse keine Rolle spielen und dementsprechend dann auch nicht berücksichtigt werden. Und hier zum Abschluss, wir sind jetzt tatsächlich, ich bemühe jetzt nochmal meine Zeitmaschine, es sind noch 10 Minuten, jetzt frage ich mich, ob ich nicht meine Datei, die ich eigentlich noch einarbeiten wollte, es ist jetzt eigentlich etwas blöd, weil da ist die Datei etwas improvisiert, aber ich versuche das jetzt trotzdem nochmal live zu bewerkstelligen. Was haben wir da? Bildschirmaufnahme. Oh fuck, das war nicht so gut. Das ist ja keine Bildschirmaufnahme. Ja. Was war das? Was war das? Fensteraufnahme war das. Genau. Genau, die ist es. Die muss jetzt eigentlich weg, oder? Entfernen, wie gesagt. Genau. Und was haben wir jetzt hier? Die, genau, kommt jetzt, mache ich jetzt nochmal kürzer, fuck, Entschuldigung. So, die machen wir weg. Okay, also. Kommt jetzt, ich muss jetzt wieder zurückgehen.
genau auf die ursprüngliche Datei und hier agieren. Fangen wir von oben an. Das Objekt liegt in Raum und Zeit, das Subjekt nicht. Das ist vielleicht recht interessant zu bemerken. Niemand befindet sich in Raum und Zeit als Subjekt, als Ich. Vielleicht mal ein kleines Nachdenken wert. Dann Herbert, der Marcuse, die wahre Form der Wirklichkeit muss als Subjekt begriffen werden, auch nur zum Nachdenken mitgegeben. Alles Objekt ist Erscheinung, Erscheinung im Sinne von Sinneserscheinung, Phänomen hatten wir schon. Zeit, Raum und Kausalität kommen nicht dem Ding zu, sondern allein der Erscheinung, also auch diese Differenzierung von Erscheinung, die eine Sache des Verstandes ist, also des Bewusstseins. Damit hat das Ding im Prinzip nichts zu tun. Dann ein Objekt an sich unabhängig vom Subjekt ist etwas völlig Undenkbares. Das wäre vielleicht eine Aufgabe gestellt. Warum ist es so? Warum ist das ein Subjekt, ein Objekt an sich unabhängig vom Subjekt etwas Undenkbares? Und da gibt es in den vorhergehenden 19 Folgen jede Menge Begründung dazu. Was wir die objektive Bedeutung der Dinge nennen, das ist in praktischer Hinsicht ihre Gültigkeit für einen größeren Kreis, davon habe ich gerade eben gesprochen, dass das alles Konvention ist. Dann haben wir hier noch die Empfindung, ist eine Verwandlung eines objektiven Stoffes in eine subjektive Bewusstseinstatsache. Also ist die Frage, ob es sich um einen objektiven Stoff handelt, das ist eher so eine Sprachgewohnheit. Ich denke mal, dass es kein objektiver Stoff ist, sondern dass Stoff schon eine zu große Determinierung ist. Eigentlich ist es nur ein Irgendetwas. Dann dieser Punkt wurde schon einmal besprochen in einer dieser Folgen. Ich wiederhole noch einmal Georg Lukács, die Dinge sind schlechthin nützlich und nur nach ihrer Nützlichkeit zu betrachten. Und in Bezug auf diesen Pragmatismus wäre dann eben noch zu bemerken, dass eben alles nur pragmatisch und praktisch zu beurteilen ist, und damit hat sich dann der Fall, das ist eben nicht so, sondern mit der Praxis kommt automatisch die Ethik mit ins Spiel, und damit ist die alte Normierung, die eigentlich früher die Logik als zur Wissenschaft, zur objektiven Wissenschaft gehörig, dafür zuständig war. Damit ist die Normierung sofort wieder gegeben, sodass nicht da jeder machen kann, was er will. Gut, dann der süße Geschmack des Zuckers ist weder seine des Zuckers Eigenschaft noch unsere. Wir erzeugen die Süßigkeit in der Interaktion, also der Geschmack ist weder im Beobachteten noch, sondern ist eine Beziehung zwischen beiden. Das stimmt jetzt auch wieder so nicht als objektive Betrachtung, sondern worauf es ankommt, ist eigentlich, dass das Subjekt darüber urteilt, inwieweit etwas süß ist oder zu süß oder eben nicht süß genug. Dann noch einmal ein Überlegerle. Wir sagen nicht, ich bin ein Körper, sondern
ich habe einen Körper. Also was diese Identifizierung angeht, dann kommt nochmal Friedrich Albert Lange zu Wort. Da heißt es wahrscheinlich in der Geschichte des Materialismus, denke ich mal, das ist sein bekanntestes Werk, sogar von Nietzsche hochgelobt, dass es so lange nicht mehr so etwa ein so inhaltsreiches Buch oder irgendwie. Egal, ein absolut festes, von uns unabhängiges, ich bin schon über der Zeit, aber egal, jetzt die letzte Folge, die da lassen wir es nochmal krachen. Ein absolut festes, von uns unabhängiges und doch von uns erkanntes Dasein, eine solche Wirklichkeit gibt es nicht und kann es nicht geben, da sich der synthetische, schaffende Faktor unserer Erkenntnis in der Tat bis in die ersten Sinneseindrücke und bis in die Elemente der Logik hinein erstreckt. Also der schaffende Charakter. Können wir hier sogar markieren. Die Kreativität und eben der interpretatorische Spielraum, sage ich jetzt mal, oder das, was die subjektive Bedeutung ausmacht, die Intention trägt dann auch zur Begriffsbildung bei. Jetzt mal alles abgerechnet, was da an hergebrachten Gewohnheiten schon als selbstverständlich gilt, wie zum Beispiel Länge, Breite und so weiter, eine Unvoreingenommenheit bedeutet, das eben dann wegzulassen und so einen Gegenstand mit neuen Augen zu sehen, wie das Beispiel mit dem Blatt Papier, was da beschrieben war. Ohne die Abstraktion Papier eben nur die Eigenschaften und Merkmale. Und das ist dann auch eine ganz andere Welt, wenn man nicht immer nur die automatisch die Kategorien, die sich da im Laufe der Jahre in einem Gedächtnis oder Verstand angesammelt haben, sondern mal so tut, als müsste man erst die Begriffe bilden. Okay. In der physikalisch-chemischen Kausalkette gelangt man schließlich an eine Stelle, an der die experimentelle Nachprüfung den Vorgang selbst stört. Das habe ich wahrscheinlich auch im Hinterkopf gehabt, als meine Bemerkung gerade eben da Bezug auf Heisenberg ging. Dann haben wir hier nochmal Heisenberg, ein wesentlicher Teil seelischen Geschehens wird die bis zu einem gewissen Grad der objektiven Fixierung deshalb entziehen, weil der Akt der Fixierung selbst in die Vorgänge entscheidend eingreift. Also wenn jetzt der Therapeut jemanden dann eine bestimmte Frage stellt, dann ist in der Fragestellung ist quasi schon ist die Antwort schon determiniert in gewisser Weise. Und so ist es auch bei Journalisten, liegt in der Fragestellung immer schon manchmal mehr als deutlich, ist da mehr als deutlich, dass es der Fragende eben auf etwas abgesehen hat und dementsprechend ist die Fragestellung. Gut, dann noch ein interessanter Gedanke, dass Skeptizismus und das Christentum die Wurzeln der Subjektivität sind. Also in einem historischen Rückblick, und da würde ich eher sagen, ja gut, das Christentum auch, weil damit die Würdigung des Individuums, die ging schon mit dem Nazarener los. Und wurde dann vielleicht von der katholischen Kirche mit dem allgemeinen Cut darin, der Verallgemeinerung, der Allgemeinheit
etwas in den Hintergrund gedrängt, möglicherweise, aber dann eben durch Luther, wo eben wo zum ersten Mal es eben dem Individuum selbst überlassen bleibt, inwieweit es gottgefällig lebt oder nicht, und es keine andere Autorität gibt, darüber zu urteilen, auch kein anderer, keine Kirche, dass es eben das individuelle Gewissen ist, dann noch ein starker Vertreter des Individualismus, die Subjektivität ist das einzig Wahre, Søren Kierkegaard, tragische Figur, wenn man seinen Lebenslauf berücksichtigt, dann Freiheit gründet sich auf das Subjekt und sonst nichts. Das Moment der Freiheit, ich erinnere an Kant, bei dem heißt es so ähnlich, wäre das Ding an sich als solches erkennbar, wäre es um die Freiheit geschehen. Dann Marcuse nochmal, das ist glaube ich verdoppelt, die wahre Form der Wirklichkeit muss als Subjekt begriffen werden, egal, die Subjektivität ist die Wahrheit, Kierkegaard, in jedem Denken spiegelt sich das Interesse wieder. Ich halte eine Reform der Wissenschaft jetzt Feierabend, jetzt nicht diese Folge ist auch jetzt gleich Feierabend, aber Paul, Feierabend, Wissenschaften, die sie anarchistischer und subjektiver macht, für dringend nötig. Also meinen Beitrag habe ich jetzt da geleistet. Hinter jeder Erkenntnis steht ein leitendes Interesse, gibt nichts, das einfach so da ist, frei von irgendeiner Subjektivität. Was existiert, ist immer das Einzelne, das Abstrakte existiert nicht, das Nominalismus, es gibt kein unvermitteltes Wissen. Schon die einfachste Perzeption ist kategorial geformt. Und damit will ich es gut sein lassen, einiges überzogen. Aber ich denke mal, der Problembereich Objektivität, Hashtag Objektivität, ist einigermaßen umfassend. Wenn man eine halbe Stunde als Mittel annimmt und 20 Folgen, dann sind es 10 volle Stunden Objektivität. Sprich, da genügt eine lange Nacht der Objektivität mit dem Motto Sitz oder stirb, die genügt da nicht. Hier nochmal das Emblem groß. Peace und out of objectivity.